Hallo zusammen, hier ist wieder Lajos Wenzel und wir wollen heute wieder zusammen Kindertheater sehen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ich melde mich hier aus der Landesbühne Rheinland-Pfalz. Hier seht ihr unsere Bühne. Aber wir machen heute was ganz Besonderes. Hier sind alle Plätze leer. Ihr wisst ja inzwischen sehr genau warum. Es ist super, dass ihr alle zu Hause bleibt und wir bleiben auch zu Hause. Das heißt, ich bin hier. Wir gehen jetzt gerade durchs Foyer. Hier seht ihr, ist Licht an. Und hier könnt ihr sehen, dass alle Mitarbeiter bei uns im Moment einzeln arbeiten. Wir haben so einzelne Arbeitsplätze eingerichtet. Da sitzt die Hanna und hier sitzt jemand und da sitzt jemand im Büro und hier ist auch nur ein Mensch. Und so ist das alles aufgeteilt. Wir gehen jetzt mal gerade in mein Büro und wir wollen ja heute Theater zusammen sehen. Ich zeige euch nur so ein bisschen, wie es bei uns drumherum aussieht. Hier zeige ich euch mal kurz, ist ab kommende Sommer dann das Junge Schlosstheater, wo wir alle zusammen Kindertheater gucken. Und heute spielt eine Schauspielerin für uns nicht hier im Theater, sondern die ist inzwischen zu Hause. Und das ist die liebe Marina. Und die ist uns jetzt zugeschaltet aus ihrem Wohnzimmer. Guckt mal, so sieht das bei mir hier aus. Aus dem Fenster im Büro. Das ist das Schloss Zowied. Und wir gucken uns jetzt an. Die Marina hat für uns ein ganz tolles Märchen erzählt. Die Marina spielt nämlich auch Märchen. Und wir schalten jetzt zu Marina ins Kinderzimmer und hoffen, dass das funktioniert. Achtung, es geht los. Moment, jetzt geht's los. Hallo, mein Name ist Marina Lötschert und eigentlich würde ich gerade mit der Landesbühne Rheinland-Pfalz und dem wunderbaren Stück Dieses bescheuerte Herz auf der Bühne stehen. Aber wie so viele andere auch, mussten wir das Theater vorübergehend schließen. Aber der Intendant, der Leo Schwenzel, hat da eine tolle Idee. Warum kann denn das Theater nicht zu euch nach Hause in die Wohnzimmer, Kinderzimmer oder Küche kommen? Denn wenn ich nicht auf der Bühne stehe, erzähle ich voller Herzblut Märchen. Ich lese sie nicht vor, sondern ich erzähle sie frei. Und somit kommt doch einfach mit auf eine Märchenreise, denn für Märchen ist man wirklich nie zu alt. Boah, riecht ihr das? Märchenluft! Und da oben, da fliegen sie, die Märchen. Ich würde sagen, ich fange uns mal eines davon. Ich habe es gefangen und ich lege es jetzt auf meine Zunge. Quark, 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 quark. Das wird aber ein tierisches Märchen werden. Es war zu einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Da lebte einst ein König. Er hatte wunderschöne Töchter. Jedoch die schönste war die Königstochter Jüngste. Und diese Königstochter Jüngste hatte ein liebstes Spielzeug, eine goldene Kugel. Sie warf sie in die Luft und fing sie wieder auf. Warf sie in die Luft und fing sie wieder auf. Und eines Tages, an einem wunderschönen Sommertag, ging sie mit ihrem liebsten Spielzeug, der goldenen Kugel, in den Wald, setzte sich an einen Brunnen, warf die goldene Kugel in die Luft und fing sie wieder auf. Warf sie in die Luft und fing sie wieder auf. Und warf sie in die Luft. Fing ihre goldene Kugel nicht wieder auf. Ihre goldene Kugel ist ihr in den Brunnen gefallen. Oh nein, aber dieser Brunnen, der ist ja viel zu tief. Da kann sie doch nicht einfach hinterher springen. Die Königstochter Jüngste begann bitterlich zu weinen. Wird sie ihr liebstes Spielzeug, ihre goldene Kugel, nun nie wiedersehen? Königstochter Jüngste, kann ich dir irgendwie helfen? Woher kam die Stimme? Fragte sich die Königstochter Jüngste. Quack, quack, Königstochter Jüngste, schau doch mal in den Brunnen hinein. In den Brunnen? Die Königstochter Jüngste blickte in den Brunnen hinein. Tatsächlich, da ist ja ein Frosch und der konnte sogar sprechen. Also, ich habe ja noch nie einen sprechenden Frosch gesehen. Ihr wahrscheinlich auch nicht, oder? Und da antwortete die Königstochter Jüngste:
Mein liebstes Spielzeug, meine goldene Kugel, ist mir in den Brunnen gefallen und ich hab's nun nicht mehr. Das macht mich sehr, sehr traurig. Königstochter Jüngste, ist doch kein Problem. Ich kann dir dein liebstes Spielzeug, die goldene Kugel, wieder auftauchen. Aber dafür musst du mir etwas geben. Oh, ja gerne. Wie wäre es mit meiner Krone oder mit meinen Kleidern und meinem Schmuck? Quack, quack, quack. Königstochter Jüngste. Ich will doch nicht deine Kleider und deinen Schmuck. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Lass mich dein Spielkamerad sein. Wie bitte? Er will mein Spielkamerad sein? Dachte sich die Königstochter Jüngste. Nie im Leben, aber. Dieser Frosch wird doch nie im Leben aus diesem Brunnen zu mir in das Schloss gehüpft kommen. Also verspreche ich ihm alles. Hauptsache, ich bekomme meine goldene Kugel wieder, dachte sich die Königstochter Jüngste. Der Frosch, quak, quak, tauchte hinab und nur kurze Zeit später tauchte er mit der goldenen Kugel im Maul wieder auf. Warf die goldene Kugel über den Brunnen hinaus und sie landete auf der grünen Wiese. Die Königstochter Jüngste stürzte sich auf ihr liebstes Spielzeug, die goldene Kugel. Jetzt da hielt sie aber ganz fest und rannte damit nach Hause. Quack, quack, platsch, platsch, quack, quack, platsch, platsch, Königstochter Jüngste, warte doch auf mich! Aber die Königstochter Jüngste war schon längst aus dem Wald mit ihrer goldenen Kugel in das Schloss nach Hause gekehrt. Als es Abend wurde, saß der König mit seinen Töchtern und der Königstochter Jüngsten zu Abend an einem üppig gedeckten Tisch. Da klopfte es an der Tür. Klopf, klopf! Nichts ahnend ging die to Königstochter Jüngste von ihrem Stuhl zur Türe, öffnete die Türe und zack ließ sie die Türe wieder zufallen. Ohne nur eine Miene zu verziehen, ging sie zurück auf ihren Platz, setzte sich hin. Aber ihr Vater, der König, kannte seine Königstochter sehr, sehr gut. Königstochter Jüngste, sage mir, steht da etwa ein Riese vor der Türe oder warum hast du die Türe so zuknallen lassen? Ach, Vater, da draußen steht ein Frosch. Mein liebstes Spielzeug, meine goldene Kugel, ist mir heute in den Brunnen gefallen und er hat sie mir hochgeholt und dafür habe ich ihm versprochen, ja, dass er mein Spielkamerad werden darf. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass er wirklich vom Brunnen hier zurück zu uns ins Schloss kommt. Königstochter Jüngste, sagte ihr Vater, du hast etwas versprochen und möchtest dein Wort nicht halten. Da klopfte es abermal an der Türe. Klopf, klopf! Königstochter Jüngste, hast du mich etwa vergessen? Die Königstochter wollte nicht sich von ihrem Stuhle erheben, aber ihr Vater sagte zu ihr, wenn man etwas verspricht, dann sollte man es auch halten. Also blieb der Königstochter Jüngsten nichts anderes übrig, als sich von ihrem Stuhl zu erheben, die Türe zu öffnen und den Frosch hereinzulassen. Quack, quack, platsch, platsch, quack, quack, platsch, platsch. Königstochter Jüngste, ich möchte neben deinem Stühlchen sitzen. Neben meinem Stühlchen sitzen, dachte sich die Königstochter Jüngste. Oh. Sie nahm den Frosch und setzte ihn neben sein Stühlchen. Kaum hat sie das gemacht. Quack, quack, platsch, platsch, Königstochter Jüngste. Ich möchte zu dir hoch auf dein Tischelein. Oh. Auf das Tischelein. Aber der König blickte sie mit solch einer ernsten Miene an, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als den Frosch zu nehmen und ihn zu sich auf das Tischelein zu setzen. Quack, quack, Königstochter Jüngste, lass mich von deinem goldenen Tellerchen essen. Von ihrem goldenen Tellerchen? Oh, die Königstochter Jüngste schob den goldenen Teller zu dem Frosch hinüber und er hatte großen Hunger. Er schling das leckere Essen nur in sich so hinein und der Königstochter Jüngsten hingegen ist das Essen schon längst vergangen.
Essen macht ja so müde, sagte der Frosch. Quack, quack, Königstochter Jüngste, lass uns doch in dein Kämmerchen gehen. In ihr Kämmerchen? Nein, das bliebe nichts anderes übrig, denn ihr könnt euch vorstellen, wie der Blick von ihrem Vater dem König war. Es blieb ihr also nichts anderes übrig, als den Frosch mit in ihr Kämmerchen zu nehmen. Den Frosch setzte sie in ihr Kämmerchen ganz hinten ins andere Eck und sie legte sich in ihr Bettchen. Aber es dauerte keine Minute. Quack, quack, platsch, platsch, quack, quack. Königstochter Jüngste, lass mich zu dir in dein Bettelein. Wie bitte? Der Frosch will jetzt auch noch zu ihr in das Bettelein hinein. Quack, quack, platsch, platsch. Und wenn du es nicht tust, Königstochter Jüngste, sage ich es deinem Vater, dem König. Wie bitte? Jetzt reichte es der Königstochter Jüngsten. Sie nahm den Frosch und warf ihn gegen die Wand. Der Frosch glitt die Wand hinunter und in dem Augenblick, als der Frosch am Boden aufkam, verwandelte er sich in einen wunderschönen Königssohn. Oh. Die Königstochter Jüngste und der Königssohn gefielen sich auf Anhieb und er erzählte ihr, dass er einst verwunschen wurde. Aber jetzt hat sie ihn befreit. Die beiden gefielen sich sogar so sehr, dass sie heiraten wollten. Ja, sie wollten auf das Schloss von dem Königssohn fahren. Und schon einen Tag später kam der ehemalige Diener, Diener Heinrich, von dem Königssohn mit einer Kutsche. Och, Diener Heinrichs Herz, das ist fast in zwei gegangen, als sein Herr in ein Frosch verwandelt wurde. Also hat er sich drei eiserne Bände herumgewickelt. Ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Freude war, als er seinen ehemaligen Königssohn, seinen Herrn, wieder sah. Die Königstochter Jüngste und der Königssohn stiegen also in die Kutsche ein und fuhren zu dem Schloss von dem Königssohn. Und was ist denn da passiert? Sind Sie etwa über einen Stein gefahren oder haben Sie etwa ein Kutschrad verloren? Nein, denn das erste eiserne Band von dem Herzen des Diener Heinrichs hat sich gelöst. Und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Es war kein Kutschrad, das Sie verloren hatten und auch keine Steine, über die Sie gefahren sind. Es war das zweite und dritte eiserne Band, das sich von Diener Heinrichs Herz gelöst hatte. Es war nun nicht mehr in zwei, sondern es war wieder heil. Denn sein Herr ist wieder gesund nach Hause gekehrt. Und der Königssohn und die Königstochter lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Und das, meine Lieben, war das Märchen vom Froschkönig. Da ist es ja auch von meiner Zunge wieder gesprungen. Wir schicken das Märchen hoch ins Märchenland und wünschen dem Froschkönig eine gute Reise. Tschüss, Froschkönig, eine gute Reise. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Zeit vertreiben, denn Hausaufgaben müssen ja auch noch gemacht werden. Und vielleicht habt ihr ja zu Hause auch noch ein bisschen Märchenluft. Fangt doch einfach eins und legt es euch auf die Zunge, erzählt es euren Geschwistern, Mama, Papa oder ruft die Oma oder den Opa an und erzählt ihnen durchs Telefon ein schönes Märchen. Herzliche Grüße von mir zu Hause, eure Marina. Tschüss! Ja, vielen Dank, Marina. Vielen Dank für diese schöne Geschichte. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat. Und wenn eure Eltern Lust haben, konnten jetzt keine Eintrittskarte kaufen, aber wenn eure Eltern Lust haben, uns zu unterstützen, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr was tut für unser junges Schlosstheater. Ihr findet bei uns auf unserer Homepage auf schlosstheater.de alle Informationen und wir sehen uns dann bald live in unserem jungen Schlosstheater. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, bleibt alle gesund, bis bald.